Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde FeeCBS Infinity Evolved. Mit dabei der Lex Diamond. Einen wunderschönen guten Abend und willkommen. Gut, ich fand mich schnell im Nether, hab mir aber schnell eine Blazeford gefarmt. Ja, und ich hab ein bisschen aufgeräumt. Ja, kann man ja mal machen. Definitiv. Definitiv. Okay, okay. So, lieber Quartz Grindstone, du hast deine Arbeit erledigt. Ich habe jetzt meine Erzproduktion. Danke für deine tolle Hilfe, meine Erze zu verdoppeln. Der Beste. Ja, das habe ich mir aber auch am Anfang gedacht. Ich dachte nur, komm, das ist eine gute Idee. Kannst du ein paar Ressourcen sparen, aber es ist einfach zu langsam. Ja, ich lasse mein Autos Speedclicker drüber laufen. Und letztes Mal mag ich dann irgendwas anderes, trinken, essen oder so. Okay, haben wir nice. Einige Crafting-Rezepte werden mir gar nicht angezeigt. Ich hab so ein Gefühl, ich muss das Modpack wahrscheinlich mal neu installieren. Wieso welche werden dir nicht angezeigt? Gerade eben die Truhe zum Beispiel nicht. Oder ich werde einfach mal. Die Truhe wurde mir gerade eben nicht angezeigt. Okay. Oder ich lasse es wirklich einfach nochmal so, dass ich gleich nochmal mit dem Texture-Pack versuche, nochmal komplett neu starten und so weiter. Mhm. Gut, das kommt hier oben drauf. Der Experience Obelisk kommt hier an. Einmal O für NEI aus. XP Output hier. Ah, dann nehmen wir noch ein schön gechiseltes Glas. So. Du hattest solche Autos mit Lumber-X, ne? Ja. Gut. Leih ich mir mal kurz. Jojo. Hier ist sie. Vielen Dank. Bitte. Wo war ich da dran? Ah ja, ich brauche noch die Item Conduits. Ein Pulsating Iron. Ab in der Mining World. Wo habe ich das hingetan? Hä? War doch hier, oder? Bin ich. Nee, da. Ich bin wirklich blind. Du Blindfischter! Ey, glaub mir, wenn du wüsstest, was ich vor Augen habe, da würdest du echt dicke Augen machen. Also, manche Freunde nehme ich von mir mittlerweile nur noch Maulwurf. Einfach weil ich wirklich die verkorksten Augen des Jahrtausends habe. So, hier Insert. Gut, das kommt da auch, das. Ja, das muss ich nochmal chiseln dann. Also, das Runic Glass sieht geil aus. Gut, einmal gechiselt, Marble Tiles. So. Ja, das läuft dann doch schon mal. Dann können wir da jetzt wieder mal jede Menge wundervolle XP. So, da bin ich wieder. Jo. So, wir gehen uns jetzt mal ein bisschen Holzkohle holen. Was wollte ich jetzt noch alles anfangen? Holzkohle holen? Nee, nee. Nee? Nee, okay. Nee, nicht. Okay, alles klar. Also Energie sollte jetzt erstmal was auf Vorrat haben. Oh, was könnte ich denn dann noch schon mal anfangen? Eine Enderpumpe. Stimmt, eine Endertermic-Pump. Eine Endertermic-Pump. Wir brauchen Ender Infuse of City. Neuer Wender. Gut, dass ich noch Zeit ein bisschen Zeit, damit ich an meinem Magneten mache. Ich bin auf den Sack, alles einsammeln zu müssen. Na komm, so schlimm ist ja wohl auch nicht. Doch, ich hasse das. Ich laufe immer lieber mit Magneten rum, weil so kannst du einfach arbeiten, weißt du, das liegt alles direkt in deinem Inventar. Brauchst du nicht ja, nur okay. Darum zu kümmern, dass alles reinkommt. Die
Die Gießkanne müsste doch eigentlich auch die Energy Seeds erhöhen, oder? Ja, aber die nicht so gut. Die Reinforce ist da besser. Doch meistens immer Ender Core gemacht, die da drauf gepflanzt, da drüber ein Autonomous Activator. Und dann habe ich die einfach immer schön wachsen lassen. Da waren die, glaube ich, im 5-Minuten-Takt sind die Dinger auf Ender Core gespawnt. Ja, okay. Ender Core ist halt jetzt noch so eine Sache, würde ich mal sagen. Ja, muss viel verzaubern, ne? Mhm. Ah, wobei es jetzt quasi auch einfacher geht. Das ist mir aufgefallen. Kennst du Flimflam? Ja. Ja, das Buch da, Flimflam 1. Ja. Wenn du das viermal benutzt, dann hast du einfach mal schon 17 Magical Wood. Ja. Ja gut, du kannst ja auch Bücher einfach auf Level 1 verzaubern. Wenn du ein paar Level hast, sind ja schnell gemacht, ne? Ja. Das ist scheißegal, was drauf ist. Wichtig ist einfach nur, dass du Bücher hast. Du verschwendest keine Emeralds. Mann, ich schaue gerade die ganze Zeit hier schon auf meine Mac-Gutschein. Ich krieg verdammt Hunger. Ja, also ich, das ist jetzt eh die letzte Folge. Da habe ich eine Woche aufgenommen. Dann sind wir ja ready. Hat's ja verfänglich. Werden wir gerne auch noch eine Käse-Sahne-Soße mit Tortellinis machen. Hast du noch eine Enderperle? Hä? Ob du noch eine Enderperle vorrätig hast? Bei mir, ja. In der Catch drin. Kannst ja jetzt einfach so durchs Haar gehen. Ja. Oh ja, du arbeitest wirklich gerne mit den Catches. Ja. Wow, du hast mehr Emeralds als ich. Ja, durchs Villager Farm. Die Villager lassen Emeralds fallen? Nö, ja, auch ab und zu mal. Ja, aber durchs Handel meinte ich jetzt. Also. Okay, gut. Dann kann ich jetzt das Ender Infused Obsidian machen. Dafür habe ich mich genau noch vorrätig. Was machst du jetzt? Ich baue schon mal die Ender Thermic Pump. Achso. Einen Dia brauche ich so oder so. Das brauche ich, daraus mache ich schon mal das Enderauge. Ah, ich muss echt sagen, das macht mal wieder richtig Spaß aufzunehmen, ey. Ja. Also, ich bin ehrlich, das alte Modpack hier, das TPP, was wir gezockt haben. Ja. Da musste ich mir wirklich am Ende in die Aufnahmen reinzwingen. Also, das hat mir überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Okay. Hat er seine Quarry hier wieder abgebaut? Die Quarry? Ja. Nee, die hat er noch stehen lassen. Wo steht die denn? Direkt in der Nähe vom Spawn ungefähr in Mining World ist ein Villager-Dorf. Da ungefähr. Ach so, okay. Ach, ich sehe schon hier die. Ne, hier direkt hinter den. Boah, ist das. So. Gut, Ender-Termic haben wir. Jetzt bräuchten wir aber noch zwei Ender-Tanks, ne? Ja. Ja, da brauchst du wieder Obsidian und wieder schön Blazewatts. Ich weiß jetzt nicht, ob Nether für mich schon so sicher ist. Sag mal, hat der Server ja eigentlich mal auch Neustartzeiten? Müsste eigentlich. Weil ich jetzt doch, wo wir jetzt hier schon drauf sind, hat er keiner neu gestartet. Muss ich Street mal fragen, weil dann soll er den irgendwie in 6 oder 8 Stunden Takt neu starten lassen, weil das ist für den Server einfach besser. Ja, ich glaube momentan hat er eingestellt auf 12 Uhr abends. Ja, er soll so um 8 Stunden oder 6 Stunden Takt machen. Gesünder. Also ich habe auf jeden Fall dazugelernt, ich gehe jetzt in Nether mit Steak, nicht mit Schweinefleisch. Guck mal, siehst du, hast du deinen eigenen Troll selbst bei dir gemacht. Ja, da habe ich auch echt nicht mehr dran gedacht. Ich weiß nicht, ich gehe hier so gemütlich, ich stehe da so am Spawner, ich futter nochmal. Hör die Schweinemänner heulen, ich denke, naja, was ist jetzt los? Scheiße, da war ja was. Wer ist das Skelett?
Und nichts gedroppt, nur ein Stück Kohle. Also hier in der Mining-Welt, ey, hast du auf jeden Fall irgendwann einen riesengroßen Wald, ey. So viele Setzlinge, wie ich hier schon wieder am Setzen bin. Ja, das ist echt heftig, was du darüber farmen kannst. Also ich glaube, ich werde... Ich habe jetzt schon wieder so viel Birke hier stehen. Aber ist nur gut für uns. Ja. Ich meine, okay, wir werden jetzt mal eh später auf den Forestry Farm und so weiter gehen. Ja, ich werde auch am Farm alles machen. Aber ich bin am Farm. Mhm. Ist okay. Ich finde es ja immer noch schade, dass Rotary Craft nicht dabei ist. Ja, das funktioniert ja leider nicht, ne? Mhm. Ah, drei bräuchte ich noch. Und dann mal noch ein bisschen Obsidian, aber das kann ich ja zu Hause gießen. Obwohl, komm, wenn ich jetzt einmal hier bin, dann habe ich nochmal zwei, drei. Ich glaube, doch irgendwo unten im Lavasee habe ich doch schon Dingens ausgelegt. Blut. So dass du Obsi hast zum Farmen. Ja, gut, ich habe zu Hause eine Gneos Extruder mit 120 Eimern Lava. Ja, gut, das geht dann. Das sollte also nicht das Problem sein. Ja, stimmt. Ich wollte mich verarschen. Zwei Blazers geben keine einzige Blazeward ab mit Looting 3. Aber Nessa scheint wieder ungefährlich für mich zu sein. Ja, das ist ja gut. Erstmal die ganzen Death Points removed. Und eine ganz dicke Liste auf einmal komplett leer werden sehen. Ja, geil, hier sind die Blazes außen gespawnt. Ja, aber mit Roger gekauft hätte ich eigentlich ganz gerne wieder mal gearbeitet. Mhm. Alter, jetzt im Ernst, ich hab Looting 3, Leute. Ihr könnt mir auch gerne Basewoods droppen. Ah, dann trinke ich mal ganz Stuck. Ja. So. Jetzt aber. Vielleicht können wir ja für die Tage schon Dingens drauf. Ach, ich wollte gerade sagen, Mechanism. Mein Chem. Ja, je nachdem. Könnte klappen. Ja, mega cool. So Bock ja, ich hab mir den Mod jetzt mal angeschaut. Ja, bei Galactic Science ist er ja auch dabei. Ja. Ist relativ interessant. Auf jeden Fall. Ich habe auch gesehen, du hast auch ein bisschen mehr Galactic Science gemacht. Im ja, ich mache das immer noch. Ich warte eigentlich nur darauf, dass das mal auf meinen Server läuft, auf meinen Root-Server. Aber momentan will der Root da... Also, wir müssen dann noch was umstellen. Wir müssen das Pack erstmal auf dem Desktop starten und dann auf dem Root packen. Okay. Ja, und dann... werde ich das wahrscheinlich auch nicht alleine machen. Wahrscheinlich kommt da noch ein YouTuber zu. Hier Dingens sagt er, Trivo wollte ja machen, aber dann hat er mir gesagt, dass der aufhören will. Ist ja schade, wenn der weitergemacht hätte, ich hätte bestimmt zwei, drei coole Quest-Packs gehabt, die man machen könnte, weil Questen tue ich auch gern. Ja, ganz ehrlich, ich muss mal kurz bei dir vorbeikommen, ich brauche nochmal zwei Enderperlen. So ganz ehrlich, hätten sie mich einmal gefragt wegen dem HQM, ich hätte bestimmt nicht Nein gesagt. Ja, ansonsten kommen wir, wenn du mal Bock hast, können wir ja mal was machen. Ja, ist halt bei mir immer so ein bisschen problematisch, weil wegen Schule und so weiter, ne? Also muss er dann auch bedenken. Also wenn ich dann mal so eine Klausurphase habe, dann könnte das ein bisschen problematisch enden beim Aufnehmen. Ja, ich denke mal, du weißt ja mal früh genug Bescheid, da kann man ja viel vorproduzieren, ne? Ja. So, zwei Cauldrons. Enderperlen, Blaserode, dann brauche ich Obsidian, brauche ich 4 Stück,
1, 2. Dup. 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 Oh, ich werde dich auch schon mal vorwarnen. Was es bei mir auf jeden Fall geben wird, ist eine Mob-Farm. Nicht Mob-Farm, eine Cobblestone-Fabrik. Für Compressed Cobblestone? Oh ja. Ja, bei mir auch. Immer. Für Bedrockium. Mach das aber mit Spitz. Ja, über den Crafter mache ich das auch. Ah, ich habe noch einen Fehler. Ja. Kein Wunder, dass er nicht gearbeitet hat. Ich hatte mich gerade schon gewundert. Ich hatte den Autonomous Activator, hatte ich zwar gesagt, dass er die Bären bekommen soll, aber nicht gesagt, dass er hinten seinen Eingang hat. Ah, okay. Das ist dann ein bisschen unvorteilhaft. Du, jetzt wo ich dir gerade die Musik höre, jetzt habe ich mal eine ganz, ganz wichtige Frage an dich. Wie stehst du zu The Legend of Zelda? Habe ich eigentlich nie wirklich gezockt, so, aber es ist auch kein schlechtes Spiel. Das lasse ich bei Geld. Nee, ganz ehrlich, das ist meine absolute Lieblingsspiele-Serie. Ich feiere das so extrem ab. Okay. Also lohnt sich auf jeden Fall. Ich bin jetzt, hab mich nie wirklich so mit Zelda beschäftigt. Ich glaube, als kleines Kind hat man das dann mal gespielt. Aber das war es dann auch schon. Hm? Ist jetzt aber auch nicht, wo ich sage, das ist ein Scheißspiel. Nur zur Info, ich werde für die Lava mal werde ich weiß-blau-weiß machen. Ja. Lass es mal weiß, vielleicht mal lieber nochmal frei für was Wichtigeres oder so. Ja gut, du kannst ja einen Diamanten draufsetzen, ne? Ja gut, werde ich. Ganz ehrlich, Lava werde ich für alle zugänglich machen. Dann mache ich das schon mal so. Ah, ich brauche noch eine Magmatic Dynamo. Das war einfach 11 Invar, genau. Wie viel habe ich noch? 1. Das ist schon mal ein Anfang. So, damit muss ich 6 haben. Ja, ich mache einfach mal was auf Vorrat. So. Ich sehe schon, die Folge ist gleich auch schon wieder vorbei, aber ich werde das jetzt erst noch zu Ende machen. Vorher ja. Höre ich nicht auf. Ich bin auch gerade hier meine Catches gerade am Umbauen. Denn das würde ich auch gerne nochmal beenden. Wo ich wahrscheinlich etwas später was Hilfe brauchen könnte, wäre bei der, beim ME-System da, bei dem automatischen Craften. Ja, das ist kein Problem. Da habe ich noch nicht so wirklich durchgeblickt. Das ist eigentlich easy. Also wenn ich schon jetzt verstanden habe, dass man diesen Co-Prozessor braucht und dann halt dieser Hauptteil an sich muss wie ein Würfel aufgebaut sein. Genau. Richtig easy. Zeig ich dir, wenn wir soweit sind, machen wir aber zusammen. Okay, also nächste Folge habt ihr schon mitbekommen, ne? Okay, jetzt Kollege, so weit sind wir da noch gar nicht. Obwohl, ich könnte schon fast sein, ey, nächste Folge. Ganz ehrlich. Ich wollte aber ganz ehrlich mal sagen, Controller und so weiter wird so schnell gemacht. Ja, gut, ich stelle mich nochmal schnell hier unten bei. Ich habe vergessen, wir sind ja hier im Soft Mode. Mhm. Nochmal extra betonen, weißt du? Ja, Hard Mode ist schon ein bisschen wasch. Naja, es geht. Es macht Spaß. Also, wenn du mal bei mir in meinen Folgen reinguckst und den davor, siehst du ja, was du da zu tun hast. Ich sag ja, ich habe an deinen 10 Folgen Servette von End.io gehockt. Alter.
weil weil ich da halt mega viel brauchte, ne? Mhm. Und damit mit dem brauchst du ja, damit du Dinge herstellen kannst. Ja, die Flüssigkeiten für NIO. Nee, nicht die Flüssigkeiten, Plastik für mein Factory. Ach, haben die das so gelöst? Ja, du musst ein Rocket Fuel musst du haben. Okay. So, Magma-Pumpe läuft. Die Anatomic-Pumpe hat aber auch einen Chunk-Loader, ne? Das vergesse ich jedes Mal. Die lädt sich selber. Gut. Das vergesse ich nämlich jedes Mal aufs Neue. Wir haben mal immer die Endothermic-Pumpe einfach irgendwo hingestellt, wenn wir einen Chunk geladen haben wollten. Ja, gut, so kann man es auch machen. Ja, definitiv. Ja, gut. Weiter. Wie weit bist du? Ich bin jetzt fertig, die steht und die ist am Pumpen. Ja, dann würde ich sagen, darfst du die Folge auch beenden, ne? Gut, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Bei mir auch, ne? Und wie gesagt, vorbeischauen bei den anderen. Links sind in der Beschreibung. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bleibt da frisch, haut da rein.